Ach, hier war das, glaube ich. Oder nee. Nachkomme. Ja, soll ich dann. Steinmauer. Also, ich würde es mal mit dem Robin probieren. Mit dem Vogel drauf. Mit dem Sohn Robin. Ja. Hier, welcher ist ein. Hier, das ist das so. Nö. Nee. Dann den XXX mal probieren. Ja. Okay. Gebe ich dir schon mal den Schlüssel. Ja. Also Glasbläser war XXX. Okay. So. Die Schmelze. Nee, wir hatten jetzt die Schmelze bei mir. Also es gibt ja 5 Schlüssel und diese Schlüssel gehören immer zu den. Also es sind auch 5 Hinweise, die ich habe. Ich bin jetzt das heißt, bei den Uhrenmachern. Hier habe ich Steinhauer, warte mal, Uhrenmacher. Machen. Was soll ich zu dir woanders hingehen? Du musst mir nur sagen, wohin. Guck mal, was ich hier so finde. Warte mal, hier. Oh, verwischt. Okay, das kann ich hier nicht lesen, weil. Achso, ich glaube, das haben wir schon erledigt. Er wählte den Vogel, den er liebt, als Namen für seinen Sohn. Wo weiß aber nicht, wo das hingehört. Weht? Den einen haben wir schon, deswegen ist das hier so verwischt, aber bei dem habe ich jetzt erwähnt, den Vogel, den er liebt, als Namen für seinen Sohn. Das wäre ein Name. Als nächstes Rätsel wäre dann hier oben der letzte Nachkomme der Glasblaserlinie. Ist dann der letzte Nachkomme. Lass mal kurz gucken, wo war denn meine Glasbläser? Die hier unten, ne? Das ist hier eigentlich, aber. Tja. Das ist jetzt die Frage. Wulfhard, Sybrand, Maddock. Okay, Lidele. Die war bis 1333. Henrik war bis 1330. Der Renvi war bis 1339. Also der hat schon mal länger gelebt. Und das andere müsste dann der Ulrich sein. 1333. So. 1332. Maddock. Das heißt, der letzte Nachfolge müsste. Aber den habe ich schon geöffnet gehabt. Den Renvi. Gerade eben, weil es setzt sich ja mal zurück. Also der letzte Nachkomme der Glasbläserlinie wäre, der hat man ja bloß diese Lidele, die ist 1333 gestorben. Nein, guck mal, du siehst doch, nein, rechts ist doch die letzten, oder? Ja, aber die Bäume gehen auch in zwei Richtungen. Na gut. Der Henrik ist 1330 gestorben, also heißt, der ist zu früh. Der Reinvi, der ist 1339 gestorben, das heißt, der wäre der Älteste gewesen. Diesen Ulrich habe ich aber nicht. Oder? Nee, ich habe ja keinen Ulrich, ich habe ja nur einen XXX. Der XXX war aber 1320 gestorben. So. Den Wulfhard, der war 1332, der ist auch früher. Sybrand 1279. Vifgorge 1316, Maddock der hier drüben, 1330, alleine. Also müsste der hier, der Renvi, der letzte gewesen sein. Ja.
Ich bringe dir einen Schlüssel. Was ist das? Gar nicht mal so einfach. Schlüssel ist down. So, jetzt haben wir noch die Zeichner. Und die Uhren machen. Fehlen noch drei Schlüssel. Ich habe bis nur zwei. Achso. Na gut, wir haben. Uhrenmacher oder Zeichner? Ich habe jetzt hier die Steinhauer, die neben ihrem Bruder schläft. Die Steinhauer, die neben ihrem Bruder schläft. Wo ist denn. Warte mal, wo ist meine Übersicht hier? Von den Steinhauern? Glas. Hier, oder? Nee. Ich habe keine Liste von den Steinhauern. Hast du da was? Nee. Warte mal hier. Vielleicht heißt die mit Familienname anders. Na. Steinhauer. Das sind diese, den Hammern. Ja, ich weiß. Aber habe ich hier nicht. Ich habe nur drei Räume. Das sind Glasbläser, Uhrenmacher und diese Schmelzer. Oh, kann ich hier noch irgendwo anders hin? Ich gehe jetzt mal zu den Steinhauern. Der neben ihrem Bruder schläft. Das ist jetzt... Ich habe sehr, sehr viele Gräber. Na, es muss auf jeden Fall eine Dame sein. Ich weiß nicht, was Jüde, ist das ein Deutscher oder Mann oder Frau? Zwanhild, gut, könnte Frau sein. Ich gucke, ob ich noch irgendeinen Hinweis hier finde. Okay, Annachen, dann schönes Wochenende dir. Jüsebrand. Ja. Robin. Er wählte den Vogel, den er liebt, als Namen für seinen Sohn. Das wäre noch ein alternatives Rätsel. Okay. Dann gehe ich mal. Aber. Uhrenmacher. Dann sind es die Uhrenmacher, glaube ich, oder? Er wählte den Vogel, den er liebt, als Namen für seinen Sohn. Ach, hier oben habe ich doch die Steinhuvers. Ach, lol, warte mal kurz. Ich habe die Steinhuvers gefunden. Hier. Da. Siehst du das? So, das sind zwei Brüder. Dann müsste das doch die Engel sein. Die Jüde. Oder? Also... Jüsebrand und Robin können das nicht sein. Entweder ist es die Jüte, die neben den Engel liegt. Na, oder die neben Engel liegt keine Jüte. Dann kann das neben Volkart oder wie der heißt hier. Entweder Swanhild. Was ist denn dieser Vorsetting? Volkaret, ich hab da keine, das so heißt. Mir fehlt hier ein Grab. Oder dann wird es der XXX sein, oder? Den hatten wir da aber schon. Ja, aber das ist. Nee, mir fehlt ein Name. Das ist dieser. Orke, Volke, keine Ahnung, was hier wieder Name war. Die Steinhauer, die neben ihrem Bruder schläft. Das Problem ist, hast du irgendwie eine Übersicht, von wann bis wann die gelebt haben? Weil eigentlich steckst du ja kleine Kinder ja eher zusammen, die zusammen schlafen.
Ne, es muss ja das Grab neben dem Bruder sein. So. Aber wenn du nochmal zum Stammbaum gehst. Ich hab leider nicht rechts oder links daneben stehen. Ja, kannst du mal zum ja, Stammbaum. Ich bin auch schon dabei. Ja, Entschuldigung, der Stream ist verzögert. Ich muss jetzt mal wieder den Eingang finden. Das kann kurz dauern. Ja. So. Die neben ihrem Bruder liegt. Das heißt, Jüdi und Engel sind ja verheiratet, die haben aber nur zwei Söhne gehabt. Das heißt, Robin und Jüsebrand fallen weg. Dann kannst du Engel. Kann Udo das Warnhild sein? Fertig. Udo, ja, warum kann sie rechts sein? Engel und Jüde sind ja auch Geschwister, aber Engel liegt nur gegenüber von Jüde. Naja, daneben ist doch. Weiß nicht, ob gegenüber auch als daneben zählen? Weil dieser Vollkaret, der wo unten liegt, dieses Grab habe ich nicht. Das wäre und der mit dem XXX, also heißt, hier müsste ja rausfallen. Also mache ich mal die Jüde gegenüber vor dem Engel raus. Nö. Das war falsch. Einen Versuch haben wir noch. Wie die neben ihrem Bruder liegt. Ich habe auch hier noch einen Olwin, aber das ist ja der oben. Ah, warte mal. Engel und Isomete sind ja auch Geschwister. Brauche ich diese Iso. Wo ist denn die Dame? Ja gut, stimmt. Sind ja auch Geschwister. Ja, der liegt fast nebendran. Keine Ahnung, ich probier's. Nö. Das ist doch scheiße. Guck mal, Gertrud hätte es auch sein können. Ach, stimmt. Dann mache ich gleich mal Gertrud hier auf. Weil Gertrud und Engel sind ja auch, ne? Gertrud war's. Okay. Er liegt neben Engel. Na gut. Na gut, den Rest kriegen wir jetzt schnell mal hier zusammen. Dann schick mal hier runter die Schlüssel. Die Uhrmacher hat man noch nicht. Dann kriegst du schon mal einen Schlüssel. Kriegst du den Rest noch zusammen? Ich bin jetzt gerade bei den Schmelzern. Was war's denn da? War das der Robin? Ich glaube schon. Oder? Nein. Das war der andere. Ja, es gibt ja zwei Robin. Der Vater Robin, oder war das? Ich weiß, ein Grab war das XXX, aber das glaube ich. Abgegeben. Ja, das war der Sohn, nicht der Vater. Aber der Vater hat ihm den Namen gegeben. War es auch nicht. Hm? War es dann doch der XXX? Ja, also. Ja, der XXX war es hier. Thanks. Also Schmelzer bei XXX. Und dann hatten wir die noch Glasmesser, den... Glasmesser war es der letzte Nachkomme. Das war... Das war der mit 1339 hier vorne. Der Reinvi. Reinvi, genau. Naja. Dürfte bloß nur noch ein Tipp übrig bleiben. Schmelzer wird auf jeden Fall witzig gleich. Der Schmelzer hat schon. Uhrenmacher meine ich. Wird gleich witzig, wirst gleich sehen warum.
So. War das ja mit dem Vogel? Warte mal, ich muss mal gucken auf den Gräbern. Weil die Rätsel hier, das ist, er wählte den Vogel, den er liebt, als Namen für seinen Sohn. So. Das Problem ist nur, warte, ich zeig's dir mal eben. Wo ist denn das? Ach Quatsch. Jetzt finde ich das schon wieder nicht. Weil immer einen Raum finde ich nicht, ne? Sag mal, wie blöd. Hallo? Wo ist denn der Raum mit? Hallo? Wer hat meinen Raum gemobst? Ach hier, das ist er ja. Ach, ich komme nicht rüber wegen dem Kackgrab. So. So, hier. Das Problem ist, dass die Hälfte abgerissen ist. Ich weiß also nicht. Wir wissen aber, dass der Alrak der Vater ist. Für seinen Sohn wäre der Robin. Das heißt, es wäre der Vogel. Weil einen anderen Sohn gibt es ja dann nicht mehr. Also, so. Das hier wäre die Übersicht zu den Vögeln, die ich habe. Ja, und der eine Vogel ist ja auch ein Robin. Also ich habe hier einen Robin. Ich schaue mal, ob es noch einen zweiten gibt. Also ich habe nur einen Robin. Soll ich den mal aufmachen? Also hier steht ja, Falcon, Robin, Peacecock und Swan sind verstorben und hofften von den Vögeln, die sie im Leben liebten. Warte mal, wie war das? Afterlife by the Birds. Genau. Die sie im Leben liebten, so. Mal probier's mal, wir haben eh nur eine Chance. Aber er gab den Namen seinen Sohn, das müssen wir ja den Vater dann nehmen, oder? Der Vater hat ja seinem Sohn den Namen gegeben, den er liebte. Denn also der Name vom Sohn wäre dann der Vogel, den der Vater geliebt hat, so wie ich das verstehe. Ja, ja, aber müssten wir damit dann den Sohn oder den Vater? Weil eigentlich geht's ja eher. Das müssen wir den Vater dann suchen. Ich glaube, der Sohn. Aber jetzt war er dann. Kannst du mal zu dem Stammbaum? Mir bloß nur einen Versuch. Der Alad, schau mal. Wo liegt denn dieser Alad? Der Alad hat aber keinen Vogel drauf. Aber sein Sohn heißt Robin. Alad oder Robin? Ich wäre für einen Vater. Also du bist für einen Vater, ich bin für einen Sohn. Probier's ruhig erstmal. Du musst dir die anderen Sachen halt nochmal holen. Das war nicht der Vater. Warum heißt dann, er gab den Namen? Ja, sag ich dir doch gerade. Weil er den Sohn nach dem Vogel genannt hat. Nein, der Robin ist aber auch nicht. Nimm mal Swanhild. Also Swan. Nein. Ja, ansonsten. Ich weiß nicht, ob du da noch was siehst mit Peacock oder Falcon, weil ich sehe leider die rechte Seite hier nicht. Siehst du da irgendwas? Ich habe ein Alad, eine Gertrud. Ja, Alad ist mit Gertrud verheiratet. Ach, noch ein Alad. Vielleicht habe ich den falschen Alad aufgemacht. Moment. Nein. Weiß auch nicht. Weil der andere hieß ja auch Alad. Hm. Da gibt's noch einen Alad. Na, dann guck mal. Der war's auch nicht. Leckt sich am Arsch. Nee, danke. Hab gerade Baguette gegessen, muss nicht sein. Soll jetzt hier alle Gräber aufmachen?
Mann, ich sehe hier nur, ich kann dir nur sagen, dass, also guck nach Falcon, Robin, Peacock oder Swan. Mehr kann ich dir gerade nicht geben als Tipp. Das ist das Einzige, was ich habe als Bild. Jetzt geht der 100-Bille-Grind los. Echt heftig. Für Schmuck oder was? Ja, die Frage jetzt. Also ich habe ein Alat Gertrud, Alat Machteden, Alat Zybrand, Ulfade und Isomete, Aleide, Robin, Aleide, Nanke, Swornhild und Truden. Ich mache jetzt mal hier. Also. Truden war es. Der hatte nämlich also, dieses, der hatte Robin, Robin, drauf. Robin ist auf jeden Fall der Vater von Truden. Okay. Ja, ich dann verstehe es nicht. Ich auch nicht. Also entweder war die Übersetzung dann falsch oder. Jetzt. Naja. Jetzt die Spinnen geiern schon auf mich. Gib mir den Schlüssel. Ein Ring und Kette. Ich drück selber. Wann war es die Gertrud? Ich hol jetzt erstmal die Schlüssel. So. Jetzt war hier bloß noch die Schmelze. Die Schmelzer waren. Na, jetzt muss es ja langsam auswendig können, wa? Ja, ich muss bloß die Tür nicht mehr finden. Ich mach einfach alle Gräber auf. Ich krieg einen Erfolg dafür. Ja, okay, jetzt ist hier auch verwischt. Okay. Neues. Ich komme. Du sollst mir die Schlüssel schicken. Ja. Gib mir die Schlüssel. Ja. Ein dünner Kommunikationsgerät. Ah ja. Schade, dass du nicht alle gleichzeitig reinpacken kannst. Hm? Wie bist du eigentlich über mich gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ja, du bist ja runtergefallen in den Brunnen. Ah, stimmt. Weil so. Du so neugierig warst. Let's go. Ich wurde reingeschossen vom Grab. Jetzt brauche ich noch einen Schlüssel. Wie ich es gesagt habe, ich brauche einen fünften. Ja, wo soll ich den jetzt hernehmen? Ein Zauber? Schneid dir die aus den Rippen, was weiß ich. Ich kann ja noch irgendwo runtergehen, aber dann komme ich ja nicht weiter. Vielleicht kannst du ja jetzt weitergehen, weil... Nee, ich brauche hier ein Zahnrad. Hallo? Hallo, ich brauche hier ein Zahnrad. Dass das Tor hier aufgeht. Siehst du noch irgendwo einen Hinweis bei also, dir? Also bei mir fehlt auch ein Zahnrad. Ah, ich kann gerne nochmal ablaufen. Ich habe eigentlich gerade alles abgeguckt, aber... Ich kann gerne nochmal schauen, ob hier vielleicht irgendwas anders ist. Auch mal draußen nochmal rum. Die Hände sind auf jeden Fall geöffnet. Eigentlich sind hier auch alle... 5 Schlüsse, die mit den Bewohnern unserer Stadt begraben wurden. Übrig für diejenigen, die sich... ja, The Big Crown, okay. Jetzt müssen wir aber nicht irgendwie random ein Grab aufmachen, oder? Und hoffen, dass da was drin ist. Hm.
Eigentlich habe ich hier gerade alles geöffnet. So, alles schon weggewischt auf den Gräbern. Ich habe auch hier so kein Grab, wo irgendwie Schlüssel drinne hängt oder so. Ach, warte mal hier. Er wählte den Vogel, den er liebte, zusammen für seinen Sohn. Das ist das Einzige, was noch nicht durchgestrichen ist. Sonst sind alle Rätsel hier gelöst, aber das... Tja, ich weiß nicht. Kannst du auf die Gräber nicht mehr zugreifen? Wir abweisen du immer zu guten Ideen. Die Frage ist, was war der vom Beruf? Naja, also... Wo habe ich denn das Grab gerade gefunden? Hier, ne? Also das Ding steht hier bei den... Steinhauern. Bin gar nicht abweisend zu guten Ideen auf jeden Fall nicht, aber das ist keine gute Idee. Steinhauern. Ich habe ja noch einen Robin liegen. Wie sonst noch? Naja. Spawnhild, also ich. Robin hätte ich noch, soll ich mal probieren? Ich meine, mehr als schief gehen kann es jetzt nicht. Ich glaube, der war es nicht. Der war es nicht, nein. Aber er wählte den. Wer war denn der Vater von Robin? Das ist halt so ein bisschen das Problem gerade, ne? Geh doch mal nur zu dem Stammbaum hin. Steinhauer hatte ich gesagt, oder? Mhm. Er wählte den Vogel, den er liebt, als Namen für seinen Sohn. Ja, der Sohn ist dann der Robin. Das wäre der Engel gewesen. Oder? Duisbrand. Weil er wählte ja den Namen für seinen Sohn. Also nicht Engel, sondern wenn, dann Duisbrand. Warum Duisbrand? Duisbrand ist doch ein Engel, sein Sohn. Naja, weil er wählte ja den Namen für seinen Sohn. Aber der Duisbrand hat doch keinen Sohn am Stamm. Aber der Engel ist doch der Vater von Duisbrand. Ja, aber Duisbrand ist doch kein Vogel. Das war Dings vorhin auch nicht, Trude oder wie die da hieß. Ja, aber der Hinweis, der nicht verwischt ist, gehört ja nicht wegen zu der Trude. Aber heißt Duisbrand kein Dings? Nein. Kein Vogel auf dem Grab? Ja, doch, Vogel auf dem Grab? Nö. Ja, Duisbrand ist aber doch kein Vogel. Er wählte... Aber ich hab's doch gerade vorgelesen. Er wählte den Vogel, den er nimmt als Namen für seinen Sohn. Also brauchen wir doch den Sohn. Aber den Vogel, den er liebte. Aber Duisbrand heißt doch kein Vogel. Ach, was weiß ich, Trude war es ja auch nicht. Und es war auf einmal ein Schlüssel drunter. Ja, aber Trude, der Hinweis mit dem Vogel gehört nicht zur Trude. Weil wenn ich ein Grab öffne, das den Schlüssel drin hat, dann geht der Hinweis weg. Dann ist er so verwischt. Ja, ist es aber nicht, wie du siehst. Ja. Kannst du jetzt bitte einfach mal Duisbrand nehmen? Danke. Jetzt wissen wir, dass es nicht richtig war. Ja. Hätte das was auch sagen können. Nein, ich wollte das selber testen. Ja, und nun? Ja, nun. Jetzt kann ich wieder alle Schlüssel holen. Ja, ist doch wurscht. Aber das Ding ist, also entweder wurde das vergessen durchzustreichen. So, jetzt muss halt ein Hinweis weg sein. Als obere Bewohner zu den V. Mit den Steinhauer müsste halt jetzt weg sein. Ist das hier vielleicht der Fünfte? Als Uhrmacherin bewunderte sie den V. Ach nee, das haben wir ja schon, ne? Den V. Ah, das ist der V. Bewunderte sie den V. Das ist die Truten. Da ist der Hinweis, ja? Es gibt ja 5 Hinweise. Also ist das mit dem Vogel immer noch nicht das Rätselslösung? Jetzt pass auf, bleib mal bei dem V dort nicht. Geh jetzt da rein und mach den auf. Dann müsste der Hinweis verschwinden. Ja. Also der wird dann so durchgewischt. Ja. Ruten, zack. Ist offen. Ja, verwischt. Genau, also müssen wir nur den letzten finden, den mit dem Vogel.
Aber welchen Beruf hat er denn halt? Das ist halt. Das hier war der XXX. Ich meine, welche Vögel haben wir denn? Wir haben Ich suche einen gerade. Falco, einen Robin, einen. Ich suche gerade meine Liste hier, wo die hier gewesen ist. Wo war die denn? Dieses Bild, was hier rumhing. Wo hing das denn? Hier? Nee. Ah, rei. Du bist vorbeigelaufen. Oder? Nee, das war das nicht. Nein, ich ja, lass mich mal hier laufen. Komm mir sowieso schon nicht klar. Hier ist es. Da. Welche Falke, Aussicht erschießen Robin, will? V oder Schwan? One Peacock. Aber ein Peacock gibt's, glaube ich, gar nicht. Ich laufe jetzt mal die Gräber hier ab. Ich glaube, hier ein Peacock gibt es gar nicht. Naja, bei dem V, wie gesagt, war das ja auch die Trude. Er wählte den Vogel, den er Ja, aber liebt. die hat aber ein Symbol drauf mit. Mit Truthahn. Ja, mit dem V. Ich habe ja auch einen Robin. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich. Ob das dann wirklich eines von den Vieren sein muss, was ich meine. Also eins von den vier, die da hängen, sondern eher nach dem Bild, weiß nicht, hast du auf den Gräbern Bilder oder sowas von Vögeln? Ja, ich habe die alle gleichen Symbole wie du. Aber Also es sind immer mehrere. es gibt nur diese vier Vögel oder es gibt auch andere Vögel? Ich habe nur diese vier Vögel.